Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hänge hier gerade am Rastplatz Moseltal. Ich hätte euch gerne die Aussicht gezeigt, allerdings ist es hier leider viel zu voll und viel zu laut, als dass ich da in Ruhe filmen könnte. Deswegen starte ich das Video aus dem Auto. Ich bin gerade jedenfalls auf dem Weg zum Shaolin-Tempel in Kaiserslautern, Otterberg. Und dort wird heute das Vesak-Fest stattfinden, eines der größten buddhistischen Feste. Und ich dachte mir, wenn ich da schon hingehe, nehme ich euch direkt mit, zeige euch, was da abgeht und werde versuchen, ein paar coole Aufnahmen für euch hinzubekommen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video und wir sehen uns nachher wieder. Sehen, die ganzen Pilger sind schon unterwegs, sind noch einige Meterchen bis zum Tempel, aber kleiner Spaziergang draußen schadet ja auch nicht. Essen muss. Also mich wird sich auf jeden Fall gut gekümmert. Essen ist da. Chen ist da. Läuft. Ja, ich wohne auch hier. Hallo. Ich bin Jürgen. Hallo. Ja, sehr schön. Ich meine, Aber ist hier ein bisschen zu tief, oder was sagst du? Da, ja. Mach uns doch mal den Mabu. Hm? Zeig mal wieder. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ruffy mit Kung Fu. Thank you.
aufgrund von Zeitmangel musste ich leider schon wieder abreisen und befinde mich deswegen auch schon wieder in der Heimat. Möchte mich aber an der Stelle nochmal recht herzlich bei Xiangyi für die Einladung bedanken und auch mein Lob aussprechen für das, was ihr da auf die Beine gestellt habt in Kaiserslautern. Dass ihr es schafft, so vielen Menschen und Kulturen den Spirit von Shaolin näher zu bringen, finde ich einfach nur bewundernswert und sehr schön zu sehen. Euch möchte ich natürlich auch danken fürs Einschalten. Wenn ihr Bock habt auf mehr Content von mir aus dem Shaolin-Tempel in Kaiserslautern, dann schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, solltet ihr das jetzt unbedingt tun. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.